Hey Katharina, ich glaube, ich brauche heute wieder deine Hilfe in Word. Ja, sicher. Worum geht's denn? Ja, ich habe da so einen Bericht für die Arbeit geschrieben und kannst du mal kurz durchschauen, ob ich ihn richtig und schön formatiert habe? Ja, sicher. Warte mal, da stimmen die Seiten von dem Inhaltsverzeichnis nicht mit den anderen Seiten überein. Hast du das händisch eingetippt? Ja. Das geht auch besser. Word kann da nämlich ein automatisches Inhaltsverzeichnis. Das heißt, dass die Seiten automatisch aktualisiert werden, wenn du etwas eintippst. Bevor ein Inhaltsverzeichnis erstellt werden kann, müssen die Überschriften mit den Formatvorlagen formatiert werden. Überschrift 1 ist dabei die größte Überschrift, Überschrift 2 die zweitgrößte, etc. Zum Einfügen eines Inhaltsverzeichnisses klickt man auf Referenzen, Inhaltsverzeichnis, automatisches Inhaltsverzeichnis. Man kann jetzt im Verzeichnis alle Überschriften sehen, die wir mit den entsprechenden Formatvorlagen formatiert haben. Neben dem Inhaltsverzeichnis kann man auch ein Literaturverzeichnis, ein Stichwortverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, Rechtsgrundlagenverzeichnis oder Quellenverzeichnis einfügen. Um ein Quellenverzeichnis zu erstellen, muss man zuerst die Quellen hinzufügen. Unter Referenzen, Quellen verwalten, neu. Dort kann man alle Quellen eintragen. Danach wählt man alle Quellen, die man braucht, aus und kopiert sie nach rechts. Unter Referenzen Literaturverzeichnis kann man das eigentliche Literaturverzeichnis nun einfügen. Danke, das sieht doch jetzt viel aufgeräumter aus. Und wenn ich jetzt eine Überschrift, ein Bild oder auch eine Literaturquelle hinzufüge oder auch wieder lösche, dann wird das alles automatisch aktualisiert? Ja. Es kann sein, dass du noch Rechtsklick aktualisieren machen musst, aber zumindest musst du es nicht jedes Mal neu tippen. Aber die Bilder sind eh nicht urheberrechtlich geschützt.